Wow. Jawohl, der Held des Tages. Have the data pad, sir. No complications. Yes. The live specimen is secure. Nein. Transmitting data pad contents. Now. This has been a high-cost operation. Let us hope my predecessor's faith in it was justified. It's everything we'd hoped. Worth waiting centuries for. The coordinates to the Xenomorph homeworld. What the fuck? Ja, wie das war's. Ja, aber gerade, dass nicht fett eingeblendet wird, kauft euch Teil 2, oder? Nee. Also, ja, ohne Mist, Leute, ey, nee. Ja, und dann am Ende nur noch solche Viecher. Also ich hätte da schon erwartet, dass man da jetzt mal nochmal richtig gegen eine Alien Queen oder was kämpft, ja? Oder noch, also ich habe zwar einen Kampf gegen Predator gehabt, der war aber jetzt nicht sonderlich herausfordernd. Auch gegen die Alien Queen habe ich ja aber relativ am Anfang. So, nachdem ich mich nun über eine halbe Stunde lang über das Ende aufgeregt habe, dachte ich, ich spiele einfach mal weiter. Als nächstes will ich die Alien-Kampagne spielen. Doch bevor ich das mache, wollte ich euch erstmal die Aliens ein bisschen näher bringen, beziehungsweise erstmal erklären, was es mit so einem Alien auf sich hat. Also wie euch schon aufgefallen ist, werden die Aliens ständig Xenomorph genannt. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass die Leute dachten, Alien heißt doch nichts anderes als fremd. Was klingt denn ein bisschen wissenschaftlicher, bezeichnet aber das Gleiche. Xeno, fremd, Morph, Gestalt, fremde Gestalt, Xenomorph, okay. Also anstatt sie Fremder auf Englisch zu nennen, nennt man diese Spezies jetzt eben Fremder auf Griechisch. So weit, so gut. Also, jeder Xeno beginnt sein Leben als Ei. Als Ei, genau. Und in diesem Ei sitzt kein kleines Baby-Alien, sondern ein Facehugger. Die heißen so, weil sie, naja, Gesichter umarmen, also sich einen Wirt suchen und dann an das Gesicht klammern. Dort legen sie dann kleine Embryonen, die sogenannten Chestburster, in die Brüste, also in den Brustkorb des Wirtes ab. Dieser kleine Chestburster kommt dann irgendwann raus und wächst innerhalb von wenigen Stunden zu einer voll ausgewachsenen Drohne heran. Achtung! In dem Film Alien vs. Predator von Paul Anderson passiert das Ganze um einiges schneller. Da bewegt sich die Pyramide, da kommen die Eier zum Vorschein, die kleinen Facehugger schlüpfen aus, ich will sie noch nicht mal Soldaten nennen, halt die Leute mit den Gewehren werden davon befallen. Da werden die Embryonen eingepflanzt, die wachsen heran, brechen aus der Brust. Und wachsen direkt zu vollwertigen Drohnen heran und greifen an. Danach bewegt sich die Pyramide wieder. Und der eine komische Typ behauptet, seitdem wären bloß 10 Minuten vergangen. 10 Minuten. Vom Schlüpfen zur Wirtsuche, zum Heranwachsen, zum Ausbrechen und dann zum völlig Auswachsen.
10 Minuten. Jetzt kommt es darauf an, was für ein Wirt sich so ein Facehugger ausgesucht hat. Wenn er einen Menschen hat, dann ja, werden die Aliens so, wie man sie halt im Normalfall kennt. Es gibt aber auch andere Arten von Xenomorphs, je nachdem, was für ein Wirt er sich ausgesucht hat. Zum Beispiel das bekannte Hunde-Alien aus Alien 3. Gibt aber auch, vor allem aus den Comics eher bekannt, die Reno-Aliens, die Auto-Aliens. Was? Auto-Aliens? Ach, so ein Blödsinn. Nein. Jedenfalls spätestens seit Alien vs. Predator 2, also dem Film, aber auch dem Spiel, ich weiß nicht, gab es sie im ersten schon, im ersten oder im zweiten Spiel, bekannt sind auch die sogenannten Predalians. Oder, ja, das sind eben Aliens, die aus Predators schlüpfen. Die sind nochmal extrem bösartig, groß, stark, können gleich direkt ohne Facehugger Embryonen in Leute pflanzen. Also eine extrem bösartige Spezies. Oder beziehungsweise Unterart dieser Spezies. So, jetzt gibt es natürlich viele Leute, die fragen, hey, wer legt diese Eier? Tja, das ist die gute alte Queen, wie vorhin schon gesehen. Und jetzt gibt es natürlich auch Leute, die fragen, ja, kommen die schwanger auf die Welt, diese Queens? Oder wer entscheidet jetzt, welches Alien da zu einer Queen wird und so weiter? Sind alles Fragen, die bisher relativ unbeantwortet waren. Jedoch in den Comics und in den Büchern gibt es auch darauf Antworten. Also, erstmal, wie entscheidet sich, ob so ein kleines Baby-Alien zu einer Queen wird? Erstmal, wenn es im Drehbuch steht, wie in Alien 3, oder wenn eine Queen merkt, entweder ja, ihr Hive, ihr Stock wird zu groß, dann produziert sie sogenanntes Royal Jelly, also ja, wörtlich übersetzt Königsmarmelade. Und ganz ähnlich wie bei Bienen, also insgesamt sind die Aliens wie Bienen anzusehen, wird dann die Kleinen, also die, wenn so kleine Chestburster, wenn die dann dieses Royal Jelly fressen, mutieren sie zu eben einer Königin, einer neuen Queen. Und ja, entweder wenn die alte stirbt oder Zeit ist zu gehen, oder wenn es zu groß wird und sie sich ein neues Nest aussuchen oder so, da kommt es dann zu dieser Mutation. Dann fragen sich viele Leute, ja, wo kommen denn jetzt die ganzen vielen kleinen Alien-Eier her? Tja, wo habe ich dieses Bild her? Also erstmal nur am Rande, alles, wo sich irgendwann irgendjemand mal ausgedacht hat, existiert ein Porno im Internet dazu. Ganz so geht es wahrscheinlich nicht vonstatten, aber es gibt tatsächlich männliche Aliens, die sogenannten King Aliens. Nach meiner Recherche habe ich erfahren, dass genau diese größeren Aliens, die fast wie die Queen aussehen, aber nur zwei Arme haben, die Schreier, die mir vorhin so viel Stress bereitet haben, das sind King Aliens. Das sind die einzigen männlichen Aliens und die braucht man auch nicht lange. Genauso wie bei Bienen braucht man auch die männlichen Bienen nicht sonderlich lange. Bloß wenn eine neue Queen aufwächst und dann halt sich so ein neues Nest sucht, dann gehen so ein paar männliche Drohnen, also King Aliens, mit. Dann haben die da erstmal Spaß eine Weile und dann ist diese Alien Queen schwanger und die bleibt auch schwanger und die legt dann Eier, Eier, Eier. Also diese King Aliens, die hauen einmal ihre komplette Ladung raus und das reicht dann den Rest des Lebens.